So, da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Sons of the Arnus. Was schön hier am Ende das letzte. War einfach nur This America, nachdem ich jemand ins Gesicht geschossen habe. Wie im Musikvideo. Ja, war halt auch wirklich so. This is America. Weiß halt nicht, was Virginia mittlerweile gegen mich hat. Das ist halt Nein. auch ein Bug, das müssen die auch mal fixen. Nein. Dass Calvin halt automatisch irgendwie verbunden ist mit dem Beziehungslevel von Virginia und Calvin aus irgendeinem Grund immer wütender auf dich wird. Auch wenn Ist. du gar nichts gegen den tust. Wann wird er wütend gegen uns? Du weißt ja, wenn wir, auch gut, wie der hier sitzt. Die Wenn, Zuniken? ja, wenn wir dem zunicken, kann der ja zeigen, ob der uns mag oder nicht. Und der nickt, wenn er uns mag. Und wenn er nicht mag, dann nickt er nicht mehr zu. Und Sein. wir hatten es ja einmal geschafft, dass er uns zunickt. Und danach hat er dann plötzlich wieder angefangen, nicht mehr zuzunicken. Also letztes Mal, als ich dir zugenickt hat, hat er mir zugenickt. Letztes Mal, als ich da allein gespielt habe, da hat er dann aufgehört und nachher hat er wieder angefangen. Und das Ja, das ist heißt ja wütend. halt im Endeffekt, dass das halt auch einfach wieder runtergeht. Und da habe ich dann gesagt, ja, das kann vielleicht sein, weil wir einfach von dem weggehen und er dann alleine bleibt. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht, wo er ist. Genau, und der ist einfach wütend, dass er. Dass wir verhindert haben, dass er von der Insel flieht. Calvin ist im See. Gut. Was macht er da? Keine Ahnung, soll ich nachgucken? Ja. Nicht, dass er tot ist. Auch wenn er natürlich absolut keinen Beitrag leistet. So. Obwohl, der war letztens ganz hilfreich, als ich allein gespielt habe. Vor ein, zwei Monaten. Gut, letztens. Für mich ist das letztens. Virginia hat da irgendwas. Willst du mir das geben? Okay, dann nicht. Die hat das einfach nur aufgehoben, aber nicht mehr geben wollen. Die hat es vor allem einfach aus einem reißenden Fluss geholt. Katamari. Ba da 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 Katamari Damashi. Na. Tomorrow. Die hat's mir gegeben. Die hat sich gegeben und die hat dich verprügelt. Nö, die hat mir das ins Wasser gelegt und dann ist es weg gewesen. Gut. Pizza. 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 Gut, hier sind Bäume wieder im Weg gewachsen. Danke, Spiel. Das müssen sie halt auch ausbessern. Weil das ist einfach Ja. Bullshit, dass wenn wir da unten die Baumstümpfe wegmachen, dass es einfach trotzdem wieder nachwächst. Weil die Regel war immer, Baumstümpfe wegmachen und dann wächst es nicht mehr nach. Und jetzt wachsen die einfach wieder nach. Was einfach scheiße ist für unsere Ziplines. Ja, ne? Ich meine, für deine Ziplines wahrscheinlich nicht, weil deine Ziplines sind da oben irgendwo im Himmel.
Ich? Ja, da oben auf dem Berg im Himmel. Ach so. Wie meinst du? Soll ich einen Weg über den Weg, den wir schon gebaut haben, bauen, damit wir in der Luft die ganze Sippel haben, oder was? Da könnte man wenigstens durchklippen, da haben wir nicht das Problem. Ab einer gewissen Höhe hat ein Baum ja keine Kollision mehr, dann kann man da einfach durch. Okay, aber bei dem jetzt nicht. Dankeschön, Spiel. Tamari. Jetzt bleib einfach mal ungespawnt. Ich hasse es. Warum haben die es halt einfach so scheiße gemacht? Ja. All die ganzen Sachen, die einfach vernünftig im ersten Spiel funktioniert haben. Nö, brauchen wir nicht, machen wir weg. Hab keine Ahnung, gab es das im ersten Spiel? Nö, wahrscheinlich nicht. Ja, die haben ja sogar vergessen, dass man einfach Seile craften konnte. Sowas vergisst man nicht. Also, wenn die sich vergessen haben, sollen sich halt aktiv dafür entschieden haben, dass man das nicht mehr kann. Fände ich das dämlich. Wenn es so ist, wie du meinst, das vergisst man nicht, dann haben die sich aktiv dagegen entschieden. Müsstest du halt wirklich so sagen. Ja, Spieler Ach sollen so. zappern, wenn die das länger spielen wollen. Ich meine, ich habe immer noch, wie gesagt, das Gefühl, das ist nicht intendiert, so lange zu spielen, wie wir hier spielen. Ja, weil die es schlechter designt haben als den ersten Teil. Ich habe das gleiche Gefühl auch beim ersten Teil gehabt. Das hatte ich nie beim ersten Teil gehabt. Beim ersten Teil hatte ich immer das Gefühl, ja, hier, du kriegst alles, was du brauchst, um weiterzubauen. Du kannst bauen, du darfst bauen, bau. Also ich denke mir, bei beiden Spielen, ja, sobald du die Story durch hast, gibt es keinen Grund weiter zu spielen. Allein schon, weil man halt in beiden Spielen keine Ohnegli am Ende weggeht. Hier spielen ja auch keine Credits, wenn man zurück zu seinem Zeug geht. Ja, na, 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 na. Na na, Katamari Damashi. Ist Kevin einfach hier auf der Insel gefangen, weil er hier hingegangen ist im Winter? Ich sehe ihn hier nicht. Da ist er. Wow. Wow. Wunderbar. Das habe ich wirklich mal gut, das Bauen hier magst, aber so in Medieval Dynasty oder so nicht. Wo man dafür wirklich auch was hat, dann davon. Kevin kommt da nicht mehr raus. Medieval Dynasty hast du einfach dieses dämliche Problem, dass du da ständig da auf die Bäume einhaust und dann einhaust und dann einhaust, dann ist wieder deine Sache kaputt, dann musst du wieder neu machen. Alles gesagt, es hat einen funktionierenden, dich aktiv haltenden Game Loop. Der mich einfach nur stört und nervt und langweilt. Dann bist du nicht gut im Game Design. Ja, offensichtlich ja schon. Ja, offensichtlich nicht. Sonst würdest du nicht meinen, dass sonst auf der Forest ein Spiel ist, das man lang spielt. Wie ist das jetzt passiert? Wurde ich gerade angeschrieben von dir. Gut.
Okay, der nickt mir noch zu. Nico, Nico, nie. Nico, Nico, nie. Oh, ich will mir nicht, will mich nicht schon wieder krank melden müssen, weil ich dann hier komplett weghuste und dann Kopfschmerzen kriege und dann gar nichts mehr tun kann. Gut. Also das. Dieser scheiß Hustenreiz, der kommt halt jetzt wieder. Hör auf zu rauchen. Ich rauch nicht. Dein Husten sagt jetzt anderes. Ich werde nie in meinem Leben rauchen. Ich will halt, Nicht ich mal denke mir halt passiv, immer. ich würde Leuten die Kippe in den Mund reindrücken, damit die aufhören. Ich denke mir halt immer, wenn man schon was braucht, dann irgendwas, wo sich's auch lohnt. Cannabis oder Meth oder so. Das eigene Geld. Da lohnt sich ja nicht. Ja doch, Hä? Antikapitalismus. Das tut aber dann nur dir weh und nicht Kapitalisten. Anfangs vielleicht. Ich glaube auch in ganzer Welt. Nö. Das Einzige, was du da verbrennst, ist dein Geld und nicht das Geld von denen. Verbrenne das Geld vom Staat. Anders gesagt, dein Geld, wenn es dir gehört. Der Staat, der gehört mir aber nicht, also von daher. Aber dir gehört das Geld. Das Einzige, wie du Kapitalisten schaden kannst, ist, wenn du die komplette Währung komplett verwertlost. Und durch Verbrennen machst du die, wenn überhaupt, noch wertvoller. Nö. Dann haben Doch. die ja nicht mehr. Eben, und Das dadurch wird es ist ja, dann wertvoller, haben weil sie gar weniger da nichts mehr. ist. Dann sind sie einfach dumm. Nee, dann hast du nichts Dann mehr. habe ich da drauf geschissen, dass die Geld haben und dann bin ich der Coole. Denn so So funktioniert funktioniert. das tatsächlich, wenn du einfach auf Sachen scheißt und andere mit dir drauf scheißen, dann scheißen alle drauf und dann ist scheiße. Wow. Stell dir mal vor, so ein König ohne Gefolgschaft. Was ist denn der? Scheiße. Immer noch ein König, der Ja, König von von was? England. England. König von England ist auch so ein Plüschhund. Sowas gibt's ja gar nicht. Was ist das denn, Königin von England? Jetzt drehst du uns hin. Es ist so, als wenn Merkel bei uns nicht Kanzlerin wäre. Oder unsere Regierung nicht korrupt? Ich will eine alte Menschensteuer. Aber nur halt für die Leute, die CDU wählen. Weil die anderen alten Menschen, die müssen ja auch irgendwo von leben. Wahlsteuer, damit reiche Leute nicht mehr wählen. Reiche Leute Steuer, damit reiche Leute nicht mehr reich sind. Nein, FDP will das nicht. Die FDP ist da auch scheiße. Ich fand es dämlich, als da Geld. aus irgendeinem Grund sehr viele Jugendliche meinen, ich will jetzt FDP, weil die sind cool. Ja, Naja, die wenn sowas Partei. passiert, dann verstehe ich vollends, wenn irgendwelche alten Leute sagen, ja hier, junge Leute sollten nicht so früh wählen. Ja, das ist halt einfach dämlich. Guten Tag. Was willst du da? Schlitten. Ich Ich bin meine Brücke mit dem Schlitten runtergefahren. bin gerade nur auf dem Rückweg.
Ist immer noch dämlich, dass der Revolver die gleiche Munition wie die Pistole benutzt, aber Sollte mehr was Schaden anderes macht. sein. Was? Sollte was anderes sein. Macht der wirklich mehr Schaden? Ja. Find's blöd, dass du da nichts dran anbauen kannst. Ich meine, Was das mit sähe dem an? dämlich aus mit einem Silencer, aber. Wenn der Revolver wird doch nicht funktionieren mit einem Silencer. Der wird dann eben noch gleich laut. Das sah einfach nur komisch aus. Schwarz. Warum habe ich da gerade Musik gehört und dann nicht mehr? Keine Ahnung. Irgendwie ist es so leise. Ui. Das Wasser ist gut. Das ist gut. Das Wasser ist gut. Ich habe gerade ein Eichhörnchen unter Wasser entlang gerannt. Skyrim. Ja, da rennt eins unter Wasser. Warum ertrinkt das nicht? Ist ein Eichhörnchen. Haben die bei Eichhörnchen Wasserhörnchen. einfach vergessen, dass die auch ertrinken können? Aber das ist eingebaut bei so ziemlich jedem anderen Gegner. Eichhörnchen ist kein Gegner. Eichhörnchen Für ist dich vielleicht kein nicht. Freund. Oh. Warum genau hier? Hallo Skelett am Baum. Naja, dann weiß ich wenigstens, wo ich mir hier immer umsonst Speere holen kann, wenn ich denn Speere benutzen würde. Speere sind hier halt nicht gut. Ja. Speere sind hier nicht Medieval Dynasty mäßig. Einfach Endboss-Waff von Anfang an. Wie gesagt, Medieval Dynasty ist ein gutes Spiel, das hier nicht. Nee. Medieval Dynasty hat immer noch das Problem, dass es sehr monoton ist. Das ist der innere Auffassung davon. Hallo Virginia, ich bin doch nicht durchgerutscht. Wo ist sie jetzt hin? Keine Ahnung, da hinten, da vorne. Warum hat Geht denke da ich keinen doch. Tracker mehr? Geht doch. Bei mir wird die auf der Karte nicht angezeigt. Bei mir schon. Sorge aber nicht noch dafür, dass sie keinen Tracker mehr hat wegen dir. Was? Ja, dass ich dann auch den Tracker verliere. Du hast ja schon dafür gesorgt, dass sie nicht mehr den Badeanzug hat. Wie ist das noch mal passiert? Du hast ja irgendwas anderes gegeben und dadurch den Badeanzug in dein Inventar bekommen. Und dann hast du nicht gespeichert. Ach so. Und dadurch ist der Badeanzug jetzt für immer verloren. Und da man den auch nirgendwo finden kann, kriegt man den auch nicht mehr wieder. Ich habe gerade einen Schlag gebraucht, um den Baum zu fällen. Ja. Was machst du da? Steh. Es gibt mir ja nicht mehr Energie. Das sollte mir Energie geben, finde ich. Ja. Der Walkman war aber auch generell besser.
Weil man sollte machen können, dass. Keine Ahnung. Warum ist das nicht ein MP3-Player, den man nebenbei haben kann? Nicht, dass man es irgendwo hinstellen muss und dann wieder verräumen und woanders Der hinstellen. Walkman war besser. In jeder Hinsicht. Ich werde Walkman muss das Dorf wohin hängen, damit du den Handkurzwerk bearbeitest. Nein. Hab ich nicht in der rechten Hand gehalten? Den hast du In immer der in der linken? anderen Hand gehalten. Den konntest du einfach mitnehmen. Dadurch hast du zwar deine Schläge ein bisschen langsamer gemacht, weil du halt beidhändig dann da bist, aber der hat dir konstant Energie gegeben. Du hast da eigentlich nur Vorteile von geerntet. Hinten ist ein Petter. Hätte ich so ein Bullet Jump Pro. Wo ist ein Vetter? So ein Ach, Vetter da. gerade oben laufen. Ich glaube, die wäre schon ertrunken, wenn du die einfach da gelassen hättest. Keine Ahnung, wie viel trinke ich? Wenn ich da mit dem Kopf unter Wasser bin. Wer ist. Wie dumm ist denn eigentlich der Spielcharakter, dass er einmal mit dem Handgelenk zum Essen beginnt? Handgelenk zum Essen beginnen. Ja, das ist doch kaum Fleisch. Ich kann. Schon. Ich finde schön, wie ich den Ja. gerade voll durch den Kopf durchgeschlagen habe mit der Axt. Nichts ist passiert. Welche Typen, den ich erschossen habe? Der Typ, der hier noch lebt. Ist noch ein Typ, der lebt. Der rennt gerade vor mir weg. Lass ihn wegrennen. Der kommt mir nicht. Der kommt mir nicht. Wo ist er hin? Da ist er. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr. Lotti Karotti. Das Make total a break. verrückte Ha ha Hasenheim. ha. Make and break. Ha. Das sagt er nicht. Ha. Make and break. Make a break. Ha ha. Das ist in die Da Kerkern. kommt wieder eine fette Frau. Komm. Warum hält die sich immer den Bauch so komisch? Schwanger, fett. Gut. Hä? Tolle Reaktion auf meine Angriffe. Ich habe dreimal draufgeschlagen und dann wollte ich einfach noch schlagen und dann ist die ganz langsam einfach nur nach hinten gekippt und auf den Boden geknallt. Gut. Ich frage mich immer noch, warum kann man das Messer nicht vergolden? Wie der da einfach weggeflogen ist. Guck mal, der wird jetzt weggeschoben. Sollte man generell mal mehr nutzen hier das Wasser für die Leichen, wenn die hier rumliegen, weil sonst kommen die die Skinnies. Warum kann man hier nicht mehr Turtle Shells benutzen, Buddies. um was einen Bob machen? Hier, das wäre ja zu einfach. Das kann man ja einfach holen. Gefühlt habe ich hier mehr 3D-Drucker gesehen als Schildkröten. Unten am Strand kannst du sehr viel Schildkrötenpanzer einfach so holen, die liegen da einfach. Gut, die Folge ist vorbei. Ich weiß.
Haben wir hier wohl ein Haus? Ne, noch nicht. Haben wir hier irgendwo ein Haus? Nö, noch nicht. Ist ja nur hier vorne, direkt in der Base. Ach da. Entschuldigung, ich bin nicht von da gekommen, ich bin von oben gekommen. Siehst doch wohl, dass da die Base steht. Nicht, wenn ich hinter einem fucking, unter einem fucking Hügelhorizont das nicht sehe. Sieht man von da aus. Du kennst dich doch hier wohl aus. Nee? Warum willst du pennen? Was? Steht einer nur ZZZ über deinem Kopf. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich kann die Uhr immer noch nicht lesen. Ja.